Heute spielen wir MP3s mit JavaScript ab. Los geht's! So, und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um Web-Audio, beziehungsweise wie wir Audiodateien wie MP3s im Web abspielen können. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, oh, das ist wahrscheinlich der Audio-Tag, dieser kleine HTML-Tag, womit man MP3s und sowas abspielen kann. Den werden wir heute nicht wirklich benutzen, sondern wir nutzen eine JavaScript-Library. Diese Library bietet viel mehr Möglichkeiten, um beispielsweise Sounds asynchron abzuspielen, mehrere Soundspuren gleichzeitig abzuspielen, nur gewisse Teile in Sounds abzuspielen, die zu wiederholen, die einzufaden, auszufaden, zu steuern, bestimmte Funktionen beim Ende des Sounds zu aktivieren. Beispielsweise können wir auch dafür sorgen, dass der Sound erst aktiviert wird, wenn wir beispielsweise auf einen Button drücken oder etwas mit JavaScript verschickt wird, zum Beispiel sagt man, ich habe ein Kontaktformular abgeschickt, dann kommt so ein Wuscht, dass das Kontaktformular weggeschickt wurde oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir werden uns heute die Basics dazu angucken, was diese Library so alles mitbringt. Ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr allerdings Discord. Wenn ihr noch nicht da seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn auf Discord sind mittlerweile fast 1000 Leute. Also wir gehen ziemlich dicht an die 1000 dran. Und wenn ihr Fragen habt, findet ihr dort Hilfe. Wenn ihr selbst Hilfe geben wollt, anderen Fragen beantworten möchtet, dort auf jeden Fall mal vorbeischauen und Hallo sagen. Wie gesagt, es ist eine tolle Community, es wird sich gegenseitig geholfen. Also auf jeden Fall mal auf den Link klicken. Ansonsten war es das jetzt eigentlich und wir legen los. Auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um Audiodateien, beziehungsweise wie wir mit Howler oder wie auch immer man das ausspricht, Audiodateien im Web abspielen. Das Ganze ist ziemlich einfach und nicht wirklich schwer, aber sehr, sehr praktisch. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Möglichkeit, mit dem HTML Audio Player etwas abzuspielen, aber das Ganze ist nicht wirklich ja schön, wenn man beispielsweise etwas Komplexeres macht. Also so etwas wie, ich baue einen Chat und möchte in meiner JavaScript-Datei, die mir den Chat aktualisiert oder den Nutzer benachrichtigt, wenn eine neue Nachricht eingetroffen ist, dem möchte ich dann einen Ton abspielen. Oder ich baue ein Online-Kontaktformular und wenn ich es abschicke, kommt so ein Wuscht, dass das Formular abgeschickt ist oder irgendwie so etwas. Was heißt, etwas komplexere Sounds wie ein Spiel, wie irgendwas in diese Richtung, kann man hiermit besser machen als mit dem Audio-Tag. Und das Ganze bietet eine Menge Möglichkeiten, die sind hier aufgelistet, beispielsweise so einen schönen Musikplayer oder wie gesagt ein Spiel. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und wir haben auch in der Git-Repository, was wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, alle möglichen Funktionen, die hier aufgelistet sind. Davon gehen wir heute in diesem Video einige durch. Eine Live-View gibt es heute nicht, weil, wie gesagt, wir machen nichts Fertiges. Wir haben nur einen Button, wo wir drauf rumdrücken, dass Musik abgespielt wird oder nicht abgespielt wird. Und ich werde so ein paar Basics erzählen. Aber beispielsweise auf so etwas wie Sound-Sprites gehen wir nicht wirklich ein. Das Ganze wäre ein Video für sich. Das ist im Prinzip eine Audiodatei, die gesplittet wird und man nur verschiedene Samples der Audiodatei abspielt, um zum Beispiel einen Laserschuss oder einen Blast oder irgendwas zu gestalten. Das Ganze ist ziemlich cool und nicht wirklich schwer, aber wie gesagt, sowas machen wir heute nicht, sondern wir werden nur einen normalen Sound abspielen. Dazu, also das Ganze wird später im Prinzip so aussehen, wir haben hier einen Button, wenn ich da draufklicke, hört ihr im Hintergrund schon ein bisschen Musik. Das Ganze ist jetzt hoffentlich leise genug, dass ihr meine Sprache noch hört. Für jeden von euch, der Musik im Hintergrund von gesprochenen Texten nicht mag. Sorry heute, ist leider unumgänglich, weil wir heute, wie gesagt, Musik abspielen werden und sonst kriege ich ja selbst auch kein Feedback, wenn ich es nicht mit abspielen würde. In unserer Demo passiert allerdings noch nichts, das heißt, wenn ich hier drauf rumklicke, passiert gar nichts und unsere Entwicklungsumgebung sieht relativ ernüchternd aus. Was heißt, wir haben eine Index.html, hier ist ein Button verlinkt und ein Audio-Tag. Dazu gleich mehr. Hier unten habe ich im Prinzip howler.min.js verlinkt und die Function.js. Unsere Function.js ist noch komplett leer, wie gesagt. In einem Audio-Ordner hier oben habe ich ein Song-MP3 verlinkt und hier unten habe ich ein style.css. Für jeden von euch, der sich fragt, was ist das für ein Song? Ich habe keine Ahnung, sonst hätte ich es unten in die Videobeschreibung geschrieben. Es ist irgendwas von Epidemic, was ich noch irgendwo auf meiner Festplatte gefunden habe. Deswegen habe ich es einfach genommen. Prinzipiell, wie gesagt, ich kenne den Namen selbst leider nicht mehr. Ich habe es song.mp3 genannt, aber ich kenne den Namen leider nicht. Für jeden, der fragt im Prinzip. Grundsätzlich wollen wir jetzt erstmal einfach einen Sound abspielen. Das Ganze ist sehr, sehr einfach mit Howler und deswegen werden wir es einfach machen. Wir sagen als erstes, wir haben einen Sound, also eine neue Variable, es wird ein neues Objekt. Und zwar sagen wir deswegen new und sagen hier ein Howl-Objekt. In diesem Objekt können wir jetzt natürlich jede Menge Variablen definieren, die dieses Objekt definieren oder besser gesagt beschreiben. Das erste ist, wir definieren einen Pfad zu unserer Audiodatei.
In meinem Fall ist das audio/song.mp3. Das Ganze ist im Prinzip die Basic-Variante, was heißt, man muss halt irgendwie dem Objekt sagen, in diesem Fall dem Sound-Objekt, dass diese MP3 damit gemeint ist. Jetzt können wir das Ganze mit sound.play einfach darunter abspeichern und ich aktualisiere jetzt mal. Und im Hintergrund dürftet ihr jetzt den Ton hören, genauso wie ich. Und das Ganze kommentiere ich jetzt direkt wieder aus und aktualisiere, damit es wieder leise ist. Auf jeden Fall, so könnt ihr einen Ton automatisch abspielen, sobald er fertig geladen ist, fängt er an abzuspielen. Beziehungsweise, wie er es hier jetzt stehen würde, würde es, wie gesagt, anfangen, wenn es fertig geladen ist. Wenn man jetzt beispielsweise hierhinter sagt, Preload, Doppelpunkt, False, dann würde der Ton direkt abspielen. Allerdings ist das Problem, wenn dann die Internetverbindung irgendwie hapert oder irgendwas passiert, dann würde im Prinzip das Ganze nicht weiterspielen und stottern oder pausieren. Deswegen würde ich hier jedem empfehlen, True zu nutzen, sofern es nicht irgendeine saulange Datei ist im Prinzip. Aber wir können, abgesehen von Preload, was ich jetzt echt auf True setzen werde, noch deutlich mehr machen. Wir können beispielsweise sagen, wir wollen Volume einstellen, und zwar sagen wir jetzt hier beispielsweise, unser Volume ist nur 20% der maximalen Lautstärke. Wir sagen dazu Autoplay einfach mal auf False. Ihr könnt natürlich Autoplay auch auf True setzen. Und man kann auch so Funktionen hier verlinken, wie zum Beispiel OnEnd, Function, natürlich OnEnd, was das bedeutet ist, was passiert am Ende. Das heißt, wir sagen hier console.log und sagen hier Test. Wobei OnEnd ist vielleicht ein bisschen blöd. Wir sagen hier mal OnPlay, weil das Lied ist, glaube ich, relativ lang und sagen hier Play. Das Ganze aktualisiere ich jetzt mal. Guck hier das Element an, gehe in die Konsole und wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und wir hier natürlich das wieder auskommentieren, ganz wichtig, dass ich aktualisiere, dann sieht man hier jetzt Play, der Song, wo das funktioniert und wir können das Ganze hier schließen und das hier werde ich wieder auskommentieren. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Sound definiert, der schon mal ein paar Funktionen kann. Was hier für Funktionen möglich sind, könnt ihr alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung nachlesen. Wenn man in der Documentary ist, hat man hier OnLoad, OnLoadError, OnPlayError, OnPlay, OnEnd, OnPause, OnStop, OnMute, OnVolume. Das heißt, ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten, sogar OnFade. Was heißt, wenn Finish Fade ist out, soll etwas passieren beispielsweise. Deswegen, ihr könnt eine ganze Menge damit machen, einstellen und verändern. Und deswegen schiebe ich das Ganze jetzt einfach mal raus. Und wir werden jetzt ein bisschen komplexer werden. Das heißt, wir wollen ja, dass unser Play-Button hier ein bisschen was kann. Unser Button ist grundsätzlich ganz einfach gestaltet. Wir haben einen Button, das ist eine Klasse. Wir haben eine ID, das ist Start. Das kopiere ich mir jetzt einfach. Und ich sage jetzt hier, okay, als erstes definiere ich ein Start-Button. Das ist document.getElementById. Unsere ID ist wie gesagt Start. Hier sagen wir startButton.addEventListener und zwar onClick soll etwas passieren. Und zwar onClick soll eine Funktion ausgelöst werden und diese Funktion soll erstmal nicht sonderlich viel machen, außer dass dieser Button eine neue Klasse bekommt und zwar mit ClassList.toggle. Und hier sage ich Active. Was heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt gemacht habe und aktualisiere und hier draufklicke, wird der Button im Prinzip komplett sichtbar oder halt ein bisschen ausgegraut. Das liegt daran, dass ich in der Style-CSS, die ich ja hier habe, im Prinzip einfach gesagt habe, der Button hat standardmäßig eine Opacity von 0,5 und wird bei Active auf 1 gesetzt. Was heißt, nicht wirklich spektakulär, aber so hat man ein kleines visuelles Feedback und das Ganze ist sehr praktisch. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wollen, wenn wir das Ganze starten, im Prinzip den Sound starten. Was heißt, das speichere ich jetzt einfach mal da rein, aktualisiere und jetzt wird etwas passieren, was relativ schwer zu erklären ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal kurz die Audiodateien laufen lassen und nichts dazu sagen und danach erklären, was passiert ist. Also, los geht's. Wie ihr gehört habt, überlagern sich die Sounds. Was heißt, jedes Mal, wenn ich klicke, wird ein neuer Sound abgefeuert und in den sogenannten Audio-Kontext übergeben. Audio-Kontext müsst ihr euch sowas vorstellen wie ein Canvas-Element, nur halt audiotechnisch und nicht visuell.
Was heißt, in diesem Audio-Kontext sind alle Sounds, die ihr über Sound.play abspielt. Das ist sehr praktisch, weil ihr so beispielsweise in einem Spiel multiple Sounds asynchron voneinander starten könnt und sie jeweils eigen wieder beendet werden und so weiter. Nachteilig ist es halt, wenn man wie in einer solchen Situation ist, man hat einen Button, womit man einen Sound kontrollieren möchte. Und wenn ich drauf drücke, wird halt dieser Button oder pausiert es nicht, sondern startet jeweils nur einen neuen Sound. Und das wollen wir natürlich nicht. Das ist nicht Sinn der Sache und deswegen müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen besser einstellen. Und dazu brauchen wir ein paar zusätzliche nette Funktionen von Howler. Und zwar das erste, was wir brauchen, ist eine If-Abfrage. Und zwar sagen wir Sound.playing. Was heißt, diese Funktion gibt uns einen boolischen Wert zurück. Und zwar entweder ein True-Wert, wenn es gerade abgespielt wird, oder ein False-Wert, wenn es nicht abgespielt wird. In unserem Fall sagen wir jetzt, wenn Soundplaying true ist, soll das Ganze pausieren, und wenn der false ist, dann wollen wir den ganzen starten. Was heißt, hier unten sage ich Soundplay und hier oben sage ich Soundpause. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere hier, starte die Musik. Ihr hört jetzt im Hintergrund, die Musik läuft, es fadet langsam ein, beziehungsweise es fadet nicht langsam ein, es startet einfach nur. Und wenn ich hier drauf drücke, wird es pausiert, wenn ich starte, geht es weiter und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen funktionierenden Pause-Play-Button, aber wir können natürlich damit noch viel mehr machen. Ihr könnt beispielsweise auch ausfaden oder einfaden lassen. Das heißt, wenn ich beispielsweise den Sound einblenden lassen möchte, sage ich jetzt hier oben, Volume ist standardmäßig von diesem Objekt ist 0 und wir wollen hier im Prinzip jetzt sagen, wir wollen den Sound abspielen, der soll einfach loslegen, und hier unten sagen wir Sound.fade und zwar von 0 zu 0.5. Und das Ganze in 4500 Millisekunden, also 4,5 Sekunden. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, aktualisiere. Ich drücke jetzt einfach wieder auf Play gleich, sage dazu jetzt nichts, damit ihr auf den Ton achten könnt. Wie ihr gehört habt, ist es langsam eingefadet, was heißt, das ist auch eine sehr nette Funktion. Brauchen wir für unseren Part jetzt nicht. Oh, das wollte ich nicht, sondern im Prinzip, damit kann man beispielsweise verschiedene Audiodateien überblenden. Man kann, wie gesagt, jetzt einfach nur das Volume einfaden und sowas. Und das ist ziemlich cool. Ihr könnt auch verschiedene Töne gleichzeitig abspielen lassen oder sie synchronisieren und später abspielen lassen und so weiter. Deswegen, ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten, aber eine wichtige Möglichkeit, eine grundlegende Möglichkeit, die für alles sehr wichtig ist, werde ich euch jetzt noch kurz zeigen. Und zwar haben wir das Problem, wir haben jetzt zwar hier oben schon Preload True drin, aber wir wollen unser Button, dass der direkt startet und nur wenn wirklich die Audiodatei auch abspielen kann. Das heißt, wenn ich hier oben aktualisiere und ich werde jetzt mal kurz etwas versuchen zu simulieren, was relativ schwer ist, weil ich meine Audiodatei direkt hier habe, was heißt, ich habe keine wirklich große Preload-Time, weil sie direkt neben der anderen Datei liegt und ich nicht laden muss. Ich werde jetzt versuchen, hier drauf zu klicken, direkt nachdem die Seite neu geladen würde. Und ihr habt gesehen, ich habe den Button aktiviert. Er wurde, oder wir testen es nochmal eben. Der Button leuchtet und ist theoretisch aktiviert, allerdings spielt der Ton nicht ab. Und das hat den einfachen Grund, dass unser Ton noch nicht fertig geladen ist, aber unser Button schon funktioniert. Und das sollte man tunlichst oder auf jeden Fall verhindern, weil das verunsichert den User. Der fragt sich jetzt, der Button leuchtet, warum funktioniert das nicht? Und das kann man ziemlich leicht machen mit dem Framework. Und zwar sagen wir Sound.on, was heißt, wenn etwas Bestimmtes passiert, in unserem Fall Load, dann soll etwas passieren. In unserem Fall sagen wir, eine Function soll passieren, in dem unser kompletter Button liegt. Was heißt, das alles soll erst passieren. Also wir wollen erst unseren Button überhaupt zu einem Button machen und definieren, wenn alles fertig geladen ist. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und aktualisiere und nochmal neu lade, seht ihr, die ersten Male, wo ich geklickt habe, passiert nichts. Was heißt, ich klicke, es passiert nichts und erst, wenn das Ganze wirklich fertig geladen ist, wird der Sound abgespielt. In diesem Fall, wenn ich jetzt beispielsweise sage 0.3 hier oben, aktualisiere, ich klicke, es passiert wieder nichts und irgendwann später kann ich dann endlich klicken, wenn alles fertig geladen ist. Ihr könnt mit Howler sogar den Ladezustand im Prinzip abfragen, was heißt, wie weit ist es gerade geladen, dazu steht in der Library ein wunderbarer Satz,
dann könnt ihr beispielsweise den Preloader, den wir vor einiger Zeit gemacht haben, hier in den Hintergrund legen, um zu definieren, ob der Button schon funktioniert oder nicht. Das wäre zum Beispiel eine richtig coole Idee. Grundsätzlich war es das für diese Woche und wie gesagt, viel Spaß beim Abspielen von Audiodateien. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung, Discord einfach anklicken. Und wenn ihr aktuell bleiben wollt, findet ihr da auch Links zu Twitter, Instagram und Facebook und so weiter. Oder wenn ihr diesen Channel etwas unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate. Klickt einfach drauf, kauft das auf Amazon und unterstützt diesen Channel etwas. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao!